Du kommst bestimmt von meinem Puppet Fidget Toys Games Hacks und More Buch. Ich verlinke dir das mal unten in der Infobox. Aber jetzt zeige ich dir mal ein Pop-It-Pinsel-Hack, weil du kannst deine Malpinsel sauber machen oder deine Make-Up-Pinsel. Wenn du Malpinsel benutzt, kannst du auf jeden Fall Spüli nehmen. Aber wenn du deine Make-Up-Pinsel nimmst zum Reinigen, auf jeden Fall nicht. Du brauchst dann definitiv Pinselreiniger oder du kannst Shampoo nehmen, das geht auch. Aber nie, never Spüli, das macht dir alles kaputt. Ich nehme jetzt meine Make-Up-Pinsel, die mache ich jetzt ein bisschen nass und die gebe ich jetzt in die Seife. Und dann reibe ich einfach mit meinem Pinsel über den Pop-It oben drüber. Und ihr seht schon, der Schaum wird schon ziemlich ekelhaft. Ja, ich weiß, ich hätte meine Pinsel mal öfter so reinigen sollen. Habe ich aber nicht. Aber das ist ja auch gut für euch, dann seht ihr, dass es funktioniert. Alter Falter, was für eine Farbe. Das schäumt so dermaßen und es wird so krass sauber. Ihr haltet euren Pop-It dann einfach wieder unter dem Wasserhahn, reibt mit dem Pinsel noch ein bisschen weiter im Kreis rum, wascht nach vorne die Spitze ein bisschen aus und dasselbe mache ich natürlich auch mit dem anderen Pinsel. Leute, probiert es aus, ich sag's euch. Bisschen Wasser vorne drauf und es ist 1A sauber. Ich glaube, so einen sauberen Pinsel hatte ich mein ganzes Leben noch nie. Meine Haut wird es mir auf jeden Fall danken. Wenn du mehr Hacks sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Das ist kostenlos. Kannst du auch gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und schreib mal deine Hacks in die Kommis. Tschüssi, Müsli.